Heute bei Runner Movie arbeiten wir mit Zombies. Ja, heute ist Halloween, von daher zeige ich euch heute, wie ihr eure eigene Zombie-Apokalypse machen könnt. Auf geht's! So, und den Hitfilm habe ich meine Zombies hier bereits importiert und auch mein Hintergrundbild. Und damit fangen wir direkt an. Mache ich einen Rechtsklick drauf, sage Make Composite Shot und wähle hier unter Template 1080 29,97 FPS aus. Und sage dann OK. Wie man sieht, muss man das Hintergrundbild jetzt allerdings noch etwas größer ziehen, dass das den ganzen Bereich füllt. So ungefähr. Jetzt importiere ich meine ganzen Zombies hier in den Composite Shot und markiere alle. Suche nach dem Greenscreen Key. Ziehe den darauf. Und dann haben wir alle Zombies gegreenscreened. Jetzt können wir die hier ein bisschen platzieren. So, genau. Und jetzt kopiere ich manche und passe die eben ein bisschen an. Den zum Beispiel mache ich etwas kleiner. Setze ihn hier vorne hin. Und hier kommt ganz nach hinten, deswegen mache ich ganz klein. So. Dann kann ich den nochmal kopieren. Könnte ich sogar spiegeln. Und dass es nicht ganz das gleiche ist, so wie nach dem Reverse-Effekt, zieht denn darauf. Dann wird dieser Clip nämlich rückwärts abgespielt. Genau, und macht ihn auch etwas kleiner noch. So. Platziert ihn dann hier irgendwie. So, habt ihr das gemacht? Kopiert ihr alle Zombies, sagt, macht einen Restklick und wählt Make Composite Shot aus und könnt diesen hier Zombies nennen und auf OK klicken. So, jetzt fehlt hier noch, wie man hier sehen kann, bei den Zombies Schatten. Das schaut doch nicht richtig realistisch aus. Abgesehen davon, dass es Zombies nicht wirklich gibt. Also suchen wir nach dem Drop Shadow Effekt und kopieren jetzt allerdings erstmal jeden Layer. Und den unteren nennen wir jetzt immer Schatten. So, haben wir das alles gemacht, ziehen wir jetzt den Drop Shadow Effekt auf den obersten Schattenclip. Könnt auch auf den untersten ziehen, ich mache es jetzt auf den obersten. Ganz unten können wir nochmal das Hintergrundbild einfügen, nur als kleine Hilfestellung, um die Schatten besser zu sehen. Unter Controls dann von Drop Shadow wählen hier den Haken Shadow Only an und gehen hier unter Layout, klicken hier auf den Drehbutton zweimal und einmal auf den Spiegelbutton. Jetzt können wir hier das Ganze mal unten an die Füße hinziehen, so wie der Schatten sein soll. Die Opacity stelle ich auf 0,73. Und Penumbra stelle ich auch etwas nach oben. Genau. Und den ganzen Drop Shadow Effekt kopiere ich jetzt. Markiere die ganzen unteren Schatteneffekte und paste die einfach da rein. Jetzt haben wir auf jeden schon mal hier den Schatten-Effekt drauf. Was wir jetzt noch machen, hier natürlich wieder zweimal drehen, einmal spiegeln und den Layer nach unten ziehen, an die Füße, dass es alles schön übereinander passt. Das machen wir jetzt noch bei jedem und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. So, ganz kurz noch, es hängt natürlich bei euch davon ab, welches Hintergrundbild ihr habt und wie ihr den Schatten dann platzieren müsst. Bei mir sieht man hier hinten, kommt die Sonne von hinter den Zombies, also ist natürlich vor den Zombies der Schatten. Da müsst ihr dann bei euch gucken,
wie es bei euch gehört. Ob die Sonne von der Seite kommt oder von vorne oder auch von hinten. Dann lösche ich mal das Bild wieder. Gehe zurück in meinen Hauptcomposite-Shot. Und kürze den mal eben auf 5 Sekunden. So. Um jetzt das Ganze noch ein bisschen besser dastehen zu lassen, fehlt natürlich ein Color Grading. Ich mache das mal eben für mich, das würde nämlich sonst den Rahmen des Videos sprengen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Um dem Ganzen noch ein bisschen einen Effekt zu verleihen, dass das Ganze ein bisschen creepier ausschaut, suchen wir nach dem Black. Black and White Old Stock Effekt und ziehen diesen, nachdem wir einen neuen Grade Layer erstellt haben. Wow. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen das Ganze anpassen, dass es ein bisschen besser ausschaut. Ich will nicht alles schwarz-weiß, ich will so einen kleinen Haufen Farbe haben. Ungefähr so. Und Brightness Contrast passe ich hier auch noch mal ein bisschen an. Genau. Jetzt können wir noch den Vignette-Effekt auf den Grade Layer ziehen. Und dem Ganzen eine schöne Vignette verleihen. So. Und was nicht fehlen darf, dazu mache ich nochmal einen Grade Layer, ist der Letterbox-Effekt. So, perfekt. Was wir noch als kleine Kleinigkeit machen können, und zwar unter diesem Grade Layer einen anderen Grade Layer zu platzieren und da nochmal Brightness and Contrast Effekt darauf ziehen. Können wir hier nochmal ein bisschen spielen. Das schaut auch schon richtig creepy aus. Um jetzt ein bisschen Staubpartikel hinzuzufügen oder auch einen kaputten Filmlook hinzuzufügen, machen wir einen neuen Composite Shot. Länge 5 Sekunden, einen neuen Layer, schwarz, und sehen hier den Fractal Noise Effekt drauf. Dann gehen wir unter Controls und wählen hier bei Type Fluid aus und aktivieren Keyframing für Seed, gehen ans Ende vom Clip und stellen Seed einfach mal ein bisschen nach oben. Sehen dürfte passen. Können auch 15. Dann zieht ihr nochmal den Brightness and Contrast Effekt auf den Layer. Und um jetzt die Staubpartikel zu erzeugen, erhöhen wir Contrast und reduzieren Brightness. So. Und das war's schon. Jetzt gehen wir auf unseren Hauptcomposite-Shot zurück und ziehen da unseren neu gemachten eigenen Effekt darauf und wählen dann als Blend Mode Screen. Man kann es jetzt hier nicht ganz so gut sehen, aber wenn sich's bewegt, dann kommen manchmal so ein paar kleine Striche, so Staubpartikel eben zum Vorschein und verschwinden auch wieder. Was ihr machen könnt, ist das Ganze markieren, einen Rechtsklick drauf, Create Preset und euch einen Preset dazu erstellen, dann habt ihr diesen Effekt immer fertig. Müsst ihr nicht immer neu erstellen. So, und das war auch schon der Effekt. Wenn ihr das dann auch so gemacht habt wie ich, dann habt ihr ungefähr das hier. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und somit weiterhin coole Effekte zu sehen. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, welchen Effekt würdet ihr gerne sehen.
Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.